Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90. Schön, dass Sie auch am Feiertag dabei sind. Die Themen heute: Integrationspreis des Landes Kärnten, Covid-Visitendienst und mit der Kärntenkarte in den Wappensaal. Gemeinsam gewinnt. Unter diesem Titel schreibt das Land Kärnten den heurigen Integrationspreis in drei Kategorien aus. Gewürdigt werden sollen gesellschaftliches Engagement sowie aktive Gemeinden und Unternehmen, die Integrationsarbeit im Bundesland leisten, so Landesrätin Sarah Schaar. Auf die Gewinner warten pro Kategorie 5.000 Euro. Einreichschluss ist der 19. September 2022. Corona-Patienten gezielt zu Hause zu versorgen und Spitäler zu entlasten. Das ist das Ziel des Covid-Visitendienstes, der vom Land Kärnten seit Beginn der Pandemie erfolgreich umgesetzt wird. Eine Bilanz der österreichweit einzigartigen Corona-Versorgung wurde kürzlich von Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner präsentiert. Die Kosten für das Zusatzangebot werden zu 100% von den Sozialversicherungen und dem Land Kärnten getragen. Mit seinen 665 Wappen im Barockstil und dem Fürstenstein zählt er zu den schönsten Sälen Kärntens, der Wappensaal im Landhaus Klagenfurt. Geschaffen wurde der Saal mit seinen Fresken von Kärntens bedeutendsten Barockmaler Josef Ferdinand Frommiller. Ebenso sehenswert sind der kleine Wappensaal, der Plenarsaal und der Koliksaal. Neben Kulturvermittlungsprogrammen für junge Besucher bietet das Landhaus auch ein Gästequiz für Erwachsene sowie Gruppenführungen. Besichtigungen sind ganzjährig möglich mit der Kärntenkarte. Ist der Eintritt gratis. Der Wappensaal, vielleicht auch Ihr nächstes Ausflugsziel. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen und würde mich freuen, Sie auch am Donnerstag begrüßen zu dürfen.